Hola amigos, hoy aprendemos el artículo indeterminado. Heute lernen wir die unbestimmte Artikel auf Spanisch y el verbo tener, und das Verb tener. Entonces, singular femenino. Una. Singular masculino, un. Femenino plural, unas. Masculino plural, unos. Una un wäre auf Deutsch ein, eine, ein. Und im Plural, unas, unos, auf Deutsch wäre einige. Es gibt keine Plural, Mehrzahl, unbestimmte Artikel auf Deutsch. So es ist einige, unas, unos. Por ejemplo, femenino singular, una cama, ein Bett. Femenino plural, unas camas, plus es. Por ejemplo, masculino singular, un dedo, ein Finger. Plural, unos dedos. Und jetzt machen wir ein Beispiel mit einem Substantiv, der mit Konsonant endet. Por ejemplo, una Mansión. Mansión ist ein großes Haus. Plural, unas und dann Mansiones. Mansiones. Plus ES. Y singular masculino, por ejemplo, un sillón. Sillón endet auch mit consonant, deswegen plural plus ES. Unos sillones. Plus ES, weil das Wort mit Konsonant endet. Hier. Die Aussprache, wie klingt das? So, wieder alle Buchstaben sind da. Sí. Tappel L ist J. In Argentinien ist Sillones. In Argentina, in España, Sillones. Es gibt verschiedene natürlich Akzente, aber sí, yo, ich komme aus Spanien, so ich sage yo, aber die Argentinen sagen yo. Sí, yo, nes, de, dos, man, sio, nes. Y como hemos dicho, wie gesagt, una, un, es ein, eine, ein. Y unos, unas, es einige. Vamos a ver das Verb tener, ¿no? Zum Beispiel zu sagen, ich habe ein Haus oder ich habe etwas. Tener es haben. Y auf Spanisch wir konjugieren auch. Yo tengo, yo es ich, ¿no? Tú tienes, tú hast, él, ella, usted tiene, er, sie hat. Ich erkläre später, was diese usted bedeutet. Nosotros tenemos, wir haben, vosotros tenéis, ihr habt, ellos, ustedes tienen, sie haben. Auf Spanisch, wir haben zwei höfliche Formen. Eine ist usted und die andere ist ustedes. Usted ist höflich, nur eine Person. Ustedes ist auch höflich, mehrere Personen. Zum Beispiel, wir wollen sagen, queremos decir, ich habe ein Haus. Dann ich schreibe, tengo una casa. Und guck mal, ich schreibe nicht yo. Es ist verständlich und man macht das nicht.
Wir schreiben und sprechen ohne Subjekt. So tengo bedeutet yo. Und ich kann yo sagen, aber nur, wenn ich etwas so die Bedeutung stärker machen will. ¿Vale? So tengo una casa. O por ejemplo, Ana tiene un sillón. Ein Sofa, un sillón. Tiene, ¿no? Es ella. Ella es sí. Ella, sí, Ana. O por ejemplo, tienes una cama. Du hast ein Bett. Tienes una cama. Y tienes es tú. So, ich muss nicht tú schreiben. Es ist verständlich. Niemand sagt das. Niemand sagt, du tienes una cama. Man kann das sagen, aber wir sagen einfach, tienes una cama. Und guck mal, was passiert auf Spanisch. Tienes una cama? Das ist eine Frage. Die Melodie ist da. Ohne Fragezeichen. Tienes una cama. Keine Frage, du hast ein Bett. Aber mit Fragezeichen, tienes una cama, das wäre, hast du ein Bett? So, das heißt, dass auf Spanisch, wir ändern nicht die Ordnung, es ist nur die Melodie. Deswegen, wir brauchen diese Melodie, um zu verstehen, dass dieser Satz eine Frage ist. Tienes una cama? Frage. Und ich antworte, sí. Tengo tres camas. Tres, drei camas. O por ejemplo, puedo decir, ¿tienes hambre? ¿Has tu hunger? Sí, tengo hambre. ¿O no? No tengo hambre. Muchas gracias, amigos. Espero que os haya gustado esta lección. Hasta pronto.